Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Klump und heute geht es um die piezonukleare Powerrüstung. Die hat den Effekt, das legendäre hat den Effekt, dass wenn man Strahlung ausgesetzt wird, man seine AP schneller regeneriert. Zusätzlich hat sie noch ziemlich geniale Stats und im Folgenden zeige ich euch kurz, wie man die findet und das ist ein bisschen tricky, aber das kriegen wir schon hin. So, ihr müsst zu Cambridge Polymer Labs gehen. Das ist westlich von den CET-Ruinen, beziehungsweise halt links davon oder unter dem Polizeirevier Cambridge. Und wenn man von Diamond City ausgeht, ist das so schräg links oben, beziehungsweise so nord-nordwestlich. Das findet ihr schon, das ist am Fluss. So, ihr müsst auf diese weiße Tür zulaufen und euren sexy Hintern da durchbewegen. Und dann findet ihr drin von der Empfangsdame oder vom Empfangsroboter Molly empfangen. Molly ist immer noch der Meinung, alles wäre beim Alten und sucht verzweifelt nach Angestellten. Das heißt, ihr besteht den Schnelltest. Am schnellsten geht es, wenn ihr die Charisma-Probe besteht. Und sie stellt euch als Finanzberater ein. Und stellt euch ein. Nachdem ihr eingestellt worden bist, müsst ihr eine langweilige Präsentation über euch ergehen, wo sie euch etwas über die Firmengeschichte und so eine Scheiße erzählt und eine kleine Führung durch das ganze Gebäude. Letztendlich landet ihr aber in diesem Raum, und zwar in der Dekontaminationsanlage. Ihr geht hinein und sie dekontaminiert euch. Zieht euch am besten den Chemikalienschutzanzug an, denn dort drin wird erstmal, oder in diesem ganzen Gebiet sind ab und zu mal erhöhte Strahlungsteilwerte, ihr seht es. Ihr werdet auch unterwegs erfahren, was hier passiert ist. Ihr werdet ein paar Leichen finden, ein paar Abschiedsbriefe. Sucht danach, wenn euch die Story interessiert. Am Ende fasse ich die kurz nochmal zusammen. Also, ihr geht auf jeden Fall zu dem Missionsmarker und an diesem Rechner und ihr werdet sehen, dass ihr, wenn ihr auf aktuelle Herstellungsparameter überprüfen, einmal Lithiumhydrid, Gold und das Isotop U238 braucht. Ihr findet aber im ganzen Raum nur diese, unidentifizierten Proben. Unsere Aufgabe ist jetzt erstmal alle 5 Proben zu finden. Und das Isotop. Welche Probe ist, kann ich euch nicht sagen, weil das immer unterschiedlich ist. Ein paar Ghoule und sind auch noch unterwegs, nur so zur Info. An einer Stelle werdet ihr, um an ein Ding zu kommen, ein Terminal knacken müssen, was Expertenrang hat. Wenn ihr das nicht hinbekommt, geht über die Lüftungsschlitze, ihr kommt in denselben Raum rein und könnt die Tür von innen öffnen. So, dort findet ihr halt auch nochmal ein Dingsbums und dann müsst ihr letztendlich in den Raum C5 gehen. Dort findet ihr auch noch mal eine Probe und ihr müsst dieses Isotop-Eindämmungsterminal benutzen, um damit den Bereich zur Isotop-Eindämmungs-Blablabla-Anlage, also dem nuklearen Testraum, zu öffnen. Dort drin wird euch auch noch ein kleiner Gastgeber erwarten, und zwar ein Leuchtender. Den macht ihr kurz fertig, speichert ihr eventuell vorher nochmal ab und letztendlich werdet ihr dort drin das Isotop U238 finden. Nehmt ihr mit, geht wieder zurück zu eurem Computer. Jetzt ist erstmal angesagt, alle 5 unidentifizierte Proben durchzutesten. Das macht ihr, indem ihr sie einfach einlegt und danach kurz im Computer testet. Das macht ihr, indem ihr die erste Option auswählt, zugeführte Reaktanten scannen. Ihr scannt das. Ne, in dem Fall haben wir Salzlore, könnt glaube ich sogar bis zu 2 auf einmal scannen. Macht das, dann überprüft ihr nochmal. Wir brauchen Lithiumhydrid, Gold und das Isotop U238. Die müssen wir auch in der Reihenfolge anordnen. Dabei ist es egal, in welcher Reihenfolge ihr setzt, die müssen wir immer in der Reihenfolge sein. Das heißt, Lithiumhydrid, Gold und dann ganz rechts das Isotop U238 ansetzen und letztendlich dann wieder in den Computer gehen und den Herstellungsprozess ausführen. Jetzt wird halt eure Power-Rüstung hergestellt, die fährt das da hinten durch und das müsst ihr auch machen, denn ansonsten kommt ihr nicht mehr aus diesem Ding raus, denn Überstunden sind verantwortet worden, damit das Projekt zum Abschluss kommt, was da halt gemacht wird, halt diese neuen Power-Rüstungsteile mit diesen tollen Fähigkeiten, ne? Also ein Prototyp. Damit ihr halt rauskommt, müsst ihr dieses Ding herstellen und sammeln, um letztendlich dann zu Molly gehen und Molly wird euch dann wieder hinauslassen. So, ne? Weil sie wird euch dann sagen, wir haben es fertig, wir gehen zum Direktor und ihr habt ein paar Leichen gefunden, ein paar Abschiedsbriefe und sowas. Der Direktor kann mit Sicherheit nicht mehr so ganz lebendig sein, aber genaueres werdet ihr sehen. Geht auf jeden Fall mit Molly, denn am Ende gibt es nochmal eine kleine Überraschung. Der Direktor stellt sich jetzt cool ab, ihr knallt ihn ab, Molly redet mit euch, sagt dem Direktor geht's nicht ganz gut, bliblablub und schaltet sich am Ende ganz von leider von selber ab. Geht zu dem Schreibtisch und findet dort das Massachusetts Chirurgenblatt Nummer 15. Das erhöht euren Schaden an Körperteilen um 2%. Ist ganz nett. Zurück in der Hauptwerkstatt, hauseigenen Station, werdet ihr sehen, es gibt Modell F zum Aufrüsten. Ihr könnt natürlich auch die Farbe ändern, so wie ich jetzt hier gerade. Oder mache ich das hier? Ja, mache ich, ne? Hot Rod, Flammenbemalung. Und ihr könnt auch Extras anmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich mit einem Daumen nach oben oder sowas wissen. Schreibt gerne Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, immer locker flockig.